Leute, ich kann das, glaube ich, nicht erzählen, weil das ist zu pervers irgendwie. Oh Gott. Ich glaube, ich werde selbst demonetarisiert. Blut geleckt, Leute, wir wollten rumknutschen. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Heute gibt es ein Storytime-Video. Ich habe euch ja versprochen, ich halte euch mit ganz viel Content auf dem neuesten, was will ich jetzt sagen? Ich will euch einfach entertainen in dieser Zeit. Übrigens, mir ist eine Sache aufgefallen. Ich hänge ja auch jetzt super viel auf der Couch rum, super viel auf dem Bett rum. Achtet darauf, dass ihr euren Rücken immer gerade haltet. Also vielleicht auch ein kleines Homeworkout einlegen oder so, das schadet uns alles nicht. Ihr sagt mir immer wieder, ihr wollt Storytime-Videos von mir hören und ich habe jetzt wirklich eine einige Zeit überlegt, weil ich habe schon so viele Sachen erzählt. Ich habe auch eine Playlist angelegt mit Storytime-Videos, also falls ihr andere Storytimes vielleicht noch sehen wollt, checkt diese Playlist gerne aus. Ich erzähle euch heute eine Geschichte, an die ich am Ende auch eine kleine Moral ranhängen möchte. Ich erzähle euch sozusagen von einem sehr verstörenden Klassenfahrterlebnis damals von mir. Generell kann ich euch mal so 2, 3 Geschichten erzählen. Ich erzähle euch einfach alle von den Geschichten, glaube ich. Das wird heute ein verstörendes Kindheitstrauma-Geschichten-Video, weil ich glaube, eine Geschichte davon habe ich schon mal gedroppt in einem Video. Aber die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die habe ich noch nie erzählt. Und danach kommen 2, die eventuell einige von euch schon mal gehört haben, aber ich packe die alle mal ins Video, weil ich habe in meiner Kindheit schon manchmal mit Kindern zu tun gehabt, die schon verstörende Dinge getan haben. Selbstverständlich nenne ich keine Originalnamen und so, das sollte klar sein. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich glaube, in der 4. Klasse hatten wir unsere erste Klassenfahrt, in der 5. Klasse die 2. und in der 6. Klasse durfte ich nicht mitfahren, weil wir nicht genug Geld hatten. Das war, by the way, richtig schade. Darüber habe ich auch schon mal ein Storytime-Video gemacht, weil ich da so verarscht wurde. Da hat mir meine große Liebe damals, die Liebe am Telefon gestanden und im Endeffekt dachte ich dann, dass wir zusammen sind und dann komme ich wieder in die Schule zurück, Leute. Oh Gott, das war so schlimm. Falls ihr das ganze Video dazu sehen wollt, checkt, wie gesagt, meine Storytime-Playlist aus. Auf jeden Fall in der 5. Klasse waren wir irgendwo an der Nord- oder Ostsee, irgendwie so mit Strand und sowas. Und da fing es halt so langsam an, dass man so voll das Interesse für Jungs entwickelt hat. Und in der 4. Klasse war das noch gar nicht so, aber in der 5. Klasse ging es bei uns langsam los. Wir hatten auch so eine Dreierklicke Jungs, die, würde ich sagen, so die Beliebten waren. Und mit denen war unser Zimmer so relativ gut. Wir hatten so 4-Bettzimmer, aber in meinem Zimmer waren nur meine beste Freundin und ich. Und dann kam sozusagen die Außenseiterin unserer Schule in unser Zimmer. Weil, ich weiß gar nicht warum, aber das wurde so ein bisschen gemixt. Ich glaube, man konnte sich immer einen Zimmerpartner aussuchen, der Rest wurde so gemixt. Das Ding ist, ich war mit der eigentlich relativ okay. Also, ich war auch manchmal bei der zu Hause. Ich würde sagen, ich war so einer von 2 Mädchen, die was mit ihr noch zu tun hatten. Ich bin ja generell immer jemand, so wenn ich merke, Leute werden irgendwie ein bisschen scheiße behandelt oder ausgegrenzt, dann versuche ich die immer schon trotzdem zu integrieren. Und so war ich halt auch schon früher. Das heißt, ich war mit ihr ganz okay, deswegen hatte ich damit halt kein Problem. Meine beste Freundin hatte damit schon eher ein Problem als ich. Aber wir konnten es ja eh nicht ändern. Wir waren also mit ihr in einem Zimmer und im Endeffekt habe ich auch nie so richtig verstanden, warum das Mädchen so unbeliebt war. Sie war halt immer so ein bisschen mehr buschikos als die anderen Mädchen und hat halt mehr mit Jungs rumgehangen, aber ich habe auch mehr mit Jungs rumgehangen. Also hat sich halt auch für andere Sachen interessiert. Sie waren einfach ein bisschen nicht so wie die Norm unserer Klasse. Ich hatte zu der Zeit halt noch so gar keinen sexuellen Kontakt mit irgendwelchem Geschlecht. So, ich glaube, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwen auf den Mund geküsst oder so. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber ich glaube, dass dort so auch so die erste Berührung mit einem Jungsmund von mir war. Auf jeden Fall haben wir dann immer mit dieser beliebten Dreierjungsgruppe Wahrheit oder Pflicht im Zimmer gespielt. Und das unbeliebte Mädchen, nennen wir sie mal Nina. Nina mochte Paul. Okay? Und das wusste man, dass die so ein bisschen aufeinander standen. Und deswegen haben wir anderen, wir waren ja insgesamt 6, haben immer so versucht, die so zusammen zu verkuppeln, haben dann immer irgendwie so den Pflichtaufgaben gegeben, damit die sich küssen müssen und so. Und ich glaube, wir waren damit ein bisschen zu intensiv, sodass Nina sich halt dachte, okay, irgendwie wird mir das alles too much, hat dann uns auch nachdem, also wir hatten eh nicht so lange Zeit, wir mussten dann immer wieder zum Essen und keine Ahnung was runter, das war so eine Jugendherberge. Und dann, als die Jungs weg waren, hat sie uns halt gesagt, ja, ich will nicht mehr, dass die Jungs in unser Zimmer kommen, weil ich glaube einfach, wir waren halt damals halt so gerade in so einer Selbstfindungsphase, die hat gerade so angefangen und ich glaube, ihr war das einfach ein bisschen zu viel, dass wir sie jetzt so krass versucht haben, mit ihrem Schwarm zu verkuppeln. Vor allem, weil die Jungs auch immer so ein bisschen so, man wusste immer nicht, verarschen die einen gerade oder finden die das wirklich gerade cool, mit uns zu chillen. Wir waren aber so, oh Mann, nee, wir wollen aber mit den coolen Jungs chillen und oh Mann, das war gerade so lustig. Und als Nina dann duschen war, also die Duschen waren immer so an unserem Zimmer dran, das heißt, zwangsläufig, wenn die sich über den Weg gelaufen, haben wir dann trotzdem mit den Jungs weiter Wahrheit oder Pflicht gespielt in unserem Zimmer, weil wir haben Blut geleckt, Leute, wir wollten rumknutschen. Scheiße, keine Ahnung. Ja, waren die ganzen, also waren halt 3 Jungs oder ich glaube sogar 4 Jungs in unserem Zimmer und meine beste Freundin und ich halt. Und wir spielen so und auf einmal, ich weiß nicht, warum wir so wenig nachgedacht haben, aber auf einmal, wir wussten auch, sie duscht immer so relativ lang, deswegen dachten wir, wir haben halt so vielleicht 15, 20 Minuten Zeit. Und normalerweise hatte sie auch immer ihre Klamotten dabei. Nina war generell so ein bisschen
offener. Also sie hat sich vor Mädchen so überhaupt nicht geziert. Achso, das kann ich auch nochmal überlegen mit so einer anderen Geschichte. Und zwar, ich glaube, einen Abend vor diesem Ereignis, was ich euch jetzt gleich erzähle, lagen wir alle so zu dritt im Bett. Und ich habe nur so gehört, dass über mir... Oh Gott. Ich glaube, ich werde selbst demonetarisiert. Dass über mir so jemand irgendwie so voll unruhig ist und so komisch atmet. Okay? Und ich dachte mir so, hä, was ist das jetzt und so? Warum macht die das? Und auf einmal... Oh Gott, ich kann das gar nicht erzählen. Auf einmal sagt sie so, Leute? Und wir so, ja? Weil wisst ihr, wir lagen so unten und sie lag so oben auf dem Hochbett. Und ich so, ja? Sagt sie so, ja? Habt ihr zwischen den Beinen auch so einen kleinen Penis? Und ich dachte mir nur so, was? Das Ding ist, ich darf nicht lachen. So, ich habe früher auch das Geschlechtsteil des Mannes Schlauch genannt. Ich dachte, das wäre ein Gartenschlauch. So, ich dachte, das wäre gelb und so zum Aufrollen. Ich weiß nicht. So dachte ich es, okay? Aber sie hat halt gefragt, ob wir zwischen den Beinen auch einen kleinen Penis haben. Und wir waren beide so, nein, keine Ahnung. Was meinst du? Und dann sagt sie so, ja, ihr müsst es euch mal anfassen. Ich fasse es mir auch gerade an. Und es fühlt sich voll gut an. Und ich dachte mir nur so, puh, okay. Keine Ahnung, das war irgendwie so übel das verstörende Erlebnis. Dann haben wir auch irgendwie geschlafen. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Dann, wie gesagt, am nächsten Tag spielen wir weiter oder vielleicht mit den Jungs, die ist gerade duschen. Und auf einmal geht so die Dusche aus und wir denken uns so, ah, Mist, sie wollte doch nicht, dass die Jungs hier sind. Und wir haben halt eigentlich auch ausgemacht, dass die dann rausgehen. Aber auf einmal hatten wir so das Gefühl, dass sich die Jungs verstecken sollen. Keine Ahnung, einer hat sich unter dem Hochbett versteckt, also so unter dem Bett. Einer ist, glaube ich, hinter die Tür gegangen und der andere ist halt in einen Schrank gegangen, in einen Kleiderschrank, okay? In dem Moment hatten wir so gar keine Ahnung, in welchem Schrank vielleicht Ninas Klamotten waren. Keine Ahnung. Dann saßen wir so auf dem Bett und haben halt so getan, als ob wir irgendwas anderes machen. Die Tür geht auf. Schon mal der erste Schock. Sie ist nur in einem Handtuch eingewickelt. Der zweite Schock. Sie stellt sich vor ihren Kleiderschrank, lässt das Handtuch fallen, öffnet den Schrank und Paul ist im Schrank. Es war wirklich wie in so einem schlechten Film. Sie stand einfach komplett nackt vor ihrem Schwarm und sie hat so angefangen zu schreien und zu weinen und das hat mir in dem Moment so leid getan. Also in dem Moment fanden wir es lustig. Aber im Nachhinein haben wir uns richtig krasse Vorwürfe gemacht, weil wir haben uns mit ihr ein Zimmer geteilt, aber wir haben nicht auf ihre Bedürfnisse geachtet. Sie hat gesagt, sie möchte nicht mehr, dass Jungs ins Zimmer kommen. Wir haben einfach drauf geschissen und dann passiert auch noch sowas. Auf jeden Fall wurden wir dann, also sie hat uns rausgeschmissen, sie ist komplett eskaliert, sie hat uns geschubst und so, hat die Tür zugeknallt und ich weiß noch, dass dann unser Lehrer dann gekommen ist und so meinte, was ist los und so. Dann haben wir das halt so ein bisschen erzählt. Und unser Lehrer ist dann ins Zimmer reingegangen und hat sie dann vorgefunden, wie sie so nackt oh Mann, es tut mir eigentlich so leid, nackt in so einem Vorhang, in dem Vorhang eingerollt von der Gardine, auf dem Fensterbrett saß und geweint hat. Wenn man so jung ist, ich weiß nicht, vielleicht waren wir 9 oder 10, wie alt ist man in der 5. Klasse? 9, glaube ich so. Da checkt man halt noch nicht so richtig, was man da gerade tut. Und dass das irgendwie auch eine Form von Diskriminierung war, was wir da gemacht haben. Also es war einfach echt nicht cool. Und dann meinte der Lehrer auch so, ja, ihr sollt jetzt erstmal nicht reinkommen und so. Dann haben wir halt irgendwie den ganzen Tag woanders verbracht. Sie ist auch nicht mit zum Essen gekommen und so. Dann haben wir ihr noch Essen hochgebracht. Und irgendwann haben wir uns dann halt auch vertragen. Aber das war, ich will gar nicht wissen, was das für eine Situation in ihrem Leben war. Und zwar, sie war halt generell schon jemand, über den sich viele Leute lustig gemacht haben und so. Und dann ist irgendwie sowas passiert. Und es hat mir so leid getan, weil ich ja wirklich jemand war, der ja schon so ganz okay mit ihr war, wisst ihr? So, ich war jetzt nicht einer von ihren Mobbern oder sowas. Ich muss auch sagen, sie hat immer eigentlich die geilsten Geburtstagspartys geschmissen. Also erstens, weil da auch immer alle Jungs eingeladen waren und man war als Mädchen immer so, hello, bei ihr kommen immer Jungs, da komme ich auch. Und es waren immer nur mega wenig Mädchen eingeladen. Und es waren immer Pyjama-Partys. Das war wirklich Goals. Und oh, Leute, ich wünschte, ich hätte jetzt noch mein Tagebuch von damals. Ey, oh mein Gott, weil bei diesen Partys von ihr, da hat man sich jede Stunde in einen anderen Typen verliebt. Ich sag's dir, und so sah auch mein Tagebuch aus. Aber nein, ich hab's weggeschmissen. Oh. Behaltet euer Tagebuch, Leute. Behaltet es bitte. Das ist auf jeden Fall eine der Storys, die ich euch erzählen wollte. Wo wir gerade halt bei verstörenden Sachen waren. Es gab einen Kindergeburtstag, auf den ich eingeladen war. Da war ich so in der zweiten oder doch, ich würde sagen erste oder zweite Klasse, also mega jung. Wir sind eingeladen gewesen bei ihr, haben gegessen und nach dem Essen wollte das Mädchen, was Geburtstag hat, etwas mit uns spielen. Und wir mussten alle in so einem Raum warten. Ich glaube, das war sogar der Esstisch einfach, so wo wir warten sollten. Und sie ist in einen Raum gegangen. Und einzeln hat sie immer Leute reingerufen. Und jedes Mädchen, ich war glaube ich die dritte, kam richtig verstört raus. Und ich dachte mir schon so, hä? Aber irgendwie haben wir auch alle nicht miteinander gesprochen. Ich glaube einfach, weil wir auch viel zu jung waren. Es war so komisch. Und dann bin ich in diesen Raum reingerufen worden. Sie hat so einen Kittel angehabt. Halt so einen Spielkittel, so weil sie Arzt spielen wollte. Hat mir ein Stethoskop gegeben, sich aufs Bett gelegt. Leute, ich kann das glaube ich nicht erzählen, weil das
ist zu pervers irgendwie. Und wollte auf jeden Fall, um es jetzt mal nicht zu detailliert zu erzählen, Geburt spielen. Und ich musste etwas aus ihr rausziehen. Und ich gehe jetzt einfach nicht weiter ins Detail. Ich musste ein Spielzeug aus ihr rausziehen. Ja. Das war ein schöner Kindergeburtstag. Wo wir dabei sind, aber das mit den Murmeln habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Wir waren bei einer anderen Freundin, da waren wir so eine Mädchengruppe, vielleicht war es auch ein Geburtstag, keine Ahnung. Und wir haben alle so breitbeinig in so einem Kreis gesessen, damit wir sozusagen mit den Beinen so eine Absperrung bilden, weil wir gemurmelt haben, okay? Und es war halt Sommer, wir hatten so Kleider an und kurze Hosen und keine Ahnung. Ich hatte eine Lieblingsmurmel, okay? Es war so eine relativ große, also es gab ja so kleine Murmeln, aber es war so eine mittlere, würde ich sagen, jetzt nicht mega groß, aber die hatte so voll die schönen so Glitzer-Sachen da drauf und so. Und Murmeln war früher übel, das Ding. Ich glaube mittlerweile überhaupt nicht mehr, aber Murmeln war früher der Shit. Wenn du eine geile Murmel hattest, du warst am Start. Auf jeden Fall haben wir so gemurmelt und dann auf einmal nimmt das Mädchen, was so frontal vor mir saß, die Murmel rollt so zwischen ihre Beine und sie schiebt sich einfach rein. Wir saßen in diesem Moment alle so, what the hell? Und dann holte die wieder raus und murmelt weiter. Und niemand von uns hat irgendwas gesagt, weil man in dem Moment so verstört war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das meiner Mutter erzählt habe. Mama, schreib mal in die Kommentare, ob du weißt, wer das war. Auf jeden Fall wollte ich seitdem nie wieder zu diesem Mädchen nach Hause. Und ich glaube, die Freundschaft ist danach auch zerbrochen, weil sie hat mir eine Lieblingsmurmel beschmutzt. Was ist das? Warum sind Kinder so komisch? Also ich kann ja verstehen, dass man als Kind so seinen Körper entdeckt und sowas. Und manche sind damit halt irgendwie offener als andere. Aber ich hatte immer so krasse Hemmungen vor sowas. Und dann gibt es halt Kinder, die sich einfach vor allen Kindern eine Murmel da unten reinschieben. Also, ja, okay. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was die Moral ist. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Geschichten in die Kommentare. Ich dachte nur, das wäre vielleicht mal eine ganz lustige Geschichte. Vielleicht bin ich deswegen so, wie ich jetzt bin. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls ich noch mehr Storytime-Videos auspacken soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!